Willkommen zurück bei The Witcher aus den Feldern von Trübwasser mit dem magischen Dreieck Geralt von Riva, Pat und Alvin. The Vision. Wir sind wieder zurück. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass wir Alina vielleicht überzeugen können, den Tod zu akzeptieren, wenn wir ihren Spiegel wieder zusammensetzen. Die Scherben, sie sind hier überall verteilt. Zwei haben wir schon gefunden, aber hier sind noch einige, die wir suchen müssen, Leute. Deshalb machen wir uns gleich weiter auf zum nächsten. Dass wir ja nicht hier unsere Fährte verlieren. Kommen wir irgendwie hoch? Nein. Denn Alina wütet hier als Mittagserscheinung durch die Felder. Und das darf natürlich nicht sein. Sie muss frei sein. Und ich hoffe, wir können ihr das schenken. Die Freiheit. Wie es dann mit Selina ist, ob wir für sie auch noch etwas tun können, obwohl sie ja eigentlich eine Mörderin ist, das steht noch außer Frage. Oder sagen wir mal, steht in Frage. Da ist die nächste. Auch hier haben wir sie besiegt. Oh ja, und da müssen wir auch noch hin zu diesem Druidenkreis. Das hat vorher nicht funktioniert. Ich glaube, da muss man wirklich nachts hin. Dass sich vorher überhaupt nichts getan hat. Als wir es versucht haben. Naja, wie gesagt. Das schauen wir dann bei Nacht. Wir haben ja noch hier einiges noch zu tun. Vor allem nachts müssen wir noch ein paar Quests machen, fällt mir gerade auf. Wir haben ja noch die Quest von dieser anderen Frau, wo wir Ertrunkene töten müssen. Und da ist wieder ein Geist von Alina. Wenigstens kommt man da schnell zu den anderen Orten. Ja, wir schlachten hier Alinas ab und ich weiß nicht, Pat, hast du überhaupt schon irgendjemand getroffen? Ich glaube, ich sollte wirklich mal einen Gegner nur auf Pat laufen lassen, aber ich glaube, dann würde er sterben hier in diesen Feldern. Und das wollen wir ihm nicht antun, er ist ja unser neuer Feldback-Partner. Das können wir ihm nicht antun, Freunde. Selbst als Geralt von Riva nicht. Hier sind immer so Feuerstellen, wo dann plötzlich das Gras aufhört. Das ist richtig lustig gemacht. Da kann man sich praktisch so vortasten. Da ist noch eine. So. Oh, was jetzt? Alvin? Geralt! Du solltest dich doch verstecken, wenn es gefährlich wird. Ich höre Stimmen von all den Frauen, die hier leben. Sie sind tot, Alvin. Viele fürchten mich. Sie nennen mich Teufelskind, wenn sie glauben, ich höre sie nicht. Diese Leute fürchten nur, was sie nicht verstehen. Ich will, dass sie mich mögen. Ich will sie nicht sterben sehen. Was soll ich tun? Och, Alvin. Wir bestimmen selbst über unser Schicksal. Ja, wir bestimmen selbst unser Schicksal. Das ist einfach alles. Jeder Mensch, jedes Wesen kann sein Schicksal selber bestimmen. Schicksal ist nicht alles. Wir bestimmen selbst über unser Schicksal. Ich fühle mich immer viel besser, wenn wir uns unterhalten haben. Ich mich auch, Alvin. Stufe aufgestiegen, jawohl. Aber erst machen wir jetzt die Mittagserscheinung fertig. Das ist das A und O. Wir versuchen, den normalen Erscheinungen mal ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
Wir jagen hier nur die Besonderen. Da waren wir doch schon mal. Da war doch die erste Erscheinung in der letzten Folge. Oder gehen wir jetzt hier weiter? Wo steckst du, Alina? Hä? Ach. Ah, wir sind schon fertig. Okay. Ich dachte schon, hä? Was zur Hölle? Das Himbeerbeet und die Grabhügel waren gar nicht Teil der Quest. Na dann. Gehen wir ins Dorf und gehen kurz zum Schmied. Der kann uns dann sicher dieses Zeug herstellen. Ich dachte wirklich, wir werden jetzt noch ewig brauchen, aber das ging jetzt wirklich ratzfatz. So soll es sein. Wir müssen trotzdem noch einiges erledigen. Ich überlege gerade, welche Quests wir noch haben. Außer mal nicht in den Questlog zu gucken. Auf jeden Fall noch den Druidenstein von der wilden Jagd befreien. Das müssen wir nachts machen. Wir müssen noch zwei betrunkenen Armeen, sag ich mal, töten. Um die Halskette zu holen. Das müssen wir auch nachts machen. Und wir müssen noch mit Julian und dem Wodjaneupriester, die Hauptquest mäßig. Da müssen wir noch drüber reden, wie wir diesen Frieden über diese Leute bringen. Und ich wollte auch nochmal bei der Hütte des Fischers wollte ich noch auf die andere Insel reisen, aber da müssen wir ja sowieso hin für die betrunkenen Quest. So, Schmied. Ja? Hier. Oh nein, das können wir auch noch fragen, das passt gut. Berengar erwähnte, dass ihr die Legende von Rabe kennt. Ich weiß nichts über die Legende. Ich interessiere mich mehr für Technik. Diese Rüstung war ein Durchbruch, der nur durch Fortschritte in Metallurgie und Schmelztechnik möglich wurde. Sehr interessant. Wegen der Rüstung. Ich kann euch ihre Qualitäten schildern. Gut. Aber bedenkt, ich weiß nur wenig über Metallurgie und Schmiedekunst. Drei Elemente von Rabes Rüstung sind erhalten. Eine Schulterplatte, eine Armröhre und einen Handschuh. Bestes Eisenerz und neueste Technik kamen bei der Herstellung zur Anwendung. Nicht diese nutzlosen Schmelztiegel aus Temerien. Die Gnome sind uns technologisch eine Generation voraus. Die haben Schmelzöfen und Gusstanks unter dem Carbonberg, von denen unsere Handwerker nur träumen können. Könnt ihr mir etwas über die Rüstung erzählen? Wie ihr wollt. Mit den erwähnten Techniken kann man Stahl herstellen, der hart und flexibel zugleich ist. Praktisch unzerstörbar. Wie gesagt, es sind nur Teile der Rüstung erhalten. Wenn ihr die ganze Rüstung restaurieren wollt, müsst ihr Ersatzmaterialien finden, sowie jemanden, der die Teile zusammenbauen kann. Irgendwelche Vorschläge? Sucht in Grüften, in denen große Ritter begraben wurden. Die Grafen der Ruiter-Dynastie sollen ähnliche Rüstungen getragen haben. Deren Teile sollte man umschmieden können. Okay, also wieder nach Grüften suchen. Ich denke, das müssen wir später noch machen, denn wir können ja momentan nicht die Quest verfolgen. Vielleicht dann im nächsten Kapitel. Wer weiß das schon. Könnt ihr einen zerschmetterten Spiegel zusammensetzen? Für 100 Orens. Ja, komm. 100 Orens können wir machen. Abgemacht. Hier sind die Teile. Ich bezahle euch, wenn ihr fertig seid. So. Rüstung haben wir aktualisiert. Ich muss demnächst zum Schmied zurückkehren. Das kennen wir, das Spiel. Das werde ich tun. Ja, tu das. Ihr bringt doch nur Ärger. Wie lange denn noch? Ja, wir gehen einfach kurz in ein Haus rein und wieder raus, dann können wir nämlich das gleich erledigen. Hütte des Dorfprobstes. Können wir eigentlich mit dir reden? Tobias? Euer Ruf eilt euch voraus. Soll heißen? 5 Ungeheuer sind tot. Das ist eine Belohnung wert. Dieser Runenstein soll sehr mächtig sein. Nehmt ihn. Hä, was für 5 Ungeheuer? Was zur Hölle habe ich denn gemacht? Wisst ihr, wo ich den freundlichen Wodjaneupriester finden kann? Er sitzt häufig beim Altar der Herrin des Sees am Ufer. Manchmal verjagen ihn die Anhänger Dagons, aber er kommt stets zurück. Verstehe.
Warum kriegen wir nicht? Ich werde alt. Perun-Runenstein. Ich verstehe nicht, warum wir die Runensteine plötzlich alle herkriegen. 5 Monster getötet, aber hey. Nehmen wir gern an. Jetzt hat sogar was gebracht, dass ich hier rein bin. Mein Gott. Man kann sowas nicht lernen, Freunde. Ja? Ist mein Spiegel fertig? Wie neu. Also, 100 Orens? Hier. Hier. Ich muss die Mittagserscheinung finden und herausfinden, ob der Spiegel funktioniert. Ja gut, dann können wir gleich wieder in die Felder gehen, oder? Dann ab geht's, Leute. Ich bin müde. Straße zum Gasthaus. Ach so, ja, da sind ja die Felder. Ich habe gerade gedacht, das wollen wir jetzt beim Gasthaus schon wieder. Ich hoffe wohl sehr, dass das funktioniert. Na, ernsthaft? Gott, dieses Spiel hat manchmal echt eine unfassbare Physik. Da denke ich mir, was zur Hölle? Warum kannst du diese Wege nicht gehen, Geralt? Naja, was will man machen? Wir hoffen, dass der Spiegel funktioniert. Danke fürs Tür aufmachen. Denn alles andere wäre nicht gut für uns, wenn der Spiegel nicht funktionieren würde. Dann haben wir umsonst die Felder durchforstet. Weiße Myrte. Das sind doch Träume hier, Freunde. Was ist hier in Weiße Myrte? Regnet fast schon. Auch Weiße Myrte ist auch etwas, was uns das ganze Spiel schon begleitet. Da wird man fast nostalgisch, wenn man an die Weiße Myrte denkt. So, das Trio wieder am Start. Ich hatte doch gewusst, dass ihr auf mich wartet, Freunde. Machen wir wieder schnell speichern. Das will ich jetzt öfters machen, bevor mir wieder das Spiel abstürzt. Unfassbar, dass sogar der Witcher 1 mal abstürzt. Aber ich glaube, das war in der letzten Aufnahme nur so, weil ich wirklich davor lange aufgenommen habe. Wir verschwinden mal ein bisschen. Unnötigen Kämpfen will ich aus dem Weg gehen. Wir müssen wieder zum Hügel. Und ja, weil ich in der letzten Session so lange aufgenommen habe, glaube ich, dass das Spiel dann irgendwann einfach nicht mehr wollte. Ist ja normal. So. Da ist Alina und sie greift uns diesmal nicht an. Das ist doch mal was. Folgt der Mittagserscheinung. Kommt mit mir. Alina, seht in den Spiegel. Alina? Seht genau hin. Es ist... so romantisch. Ich bin Alina. Ich muss mich sputen. Ich werde bald heiraten. Alina, ihr seid tot. Warum sagt ihr das? Ich fühle mich prächtig, auch wenn mir etwas kalt ist. Seltsam. Dabei ist es ungemein heiß. Ich muss Himbeeren für meinen Liebsten sammeln. Warum wollte Alinas Seele nicht gehen? Ich spüre, dass sie jetzt glücklich ist, denn sie denkt an ihre Hochzeit. Sie weiß noch nicht, dass sie ein Gespenst ist. Vielleicht reicht der Spiegel Nehalenyas nicht aus, den Fluch zu brechen. Ich hörte einst die Geschichte einer Mittagserscheinung, die keinen Nilfgaarder heiraten wollte. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie endete. Eine Legende, sagst du. Vielleicht sollte ich einen Volkskundler fragen. Ich versprach Julian, seine Liebste zu befreien. Geralt, liebt ihr jemanden? Ja. Ich weiß nicht recht, oder? Aber ja, aber das geht dich nichts an. Ich würde es Alvin schon gern sagen. Wir sagen mal das Erste, weil das klingt mehr, dass wir mit ihm reden. Das andere klingt gleich so abweisen, aber eigentlich ist es ja so. Denn irgendwie lieben wir Triss, ja? Und Alvin lieben wir ja eigentlich auch, kann man fast schon sagen, finde ich. Ich weiß nicht recht. Das ist traurig. Ihr solltet euch verlieben. Ja, das ist traurig. Aber wie gesagt, wir wissen es ja eigentlich schon. Ich dachte ja eigentlich auch, dass man das jetzt sagen kann.
Wahrscheinlich war doch die andere Antwort das Richtige. So, Freunde. Wir müssen nach einer neuen Lösung suchen. Und mit einem... Geralt hat ja einen Volkskundler angesprochen. Und da bleibt er natürlich nur einer. Der König der Barden. Die Stimme der Nation. Rittersporn. Wir suchen Rittersporn noch auf und schauen, was er uns zu sagen hat. Das machen wir in dieser Folge noch. Vielleicht hat er ja die entscheidende Lösung für uns. Ich muss sagen, die Gespräche mit Alvin sind ziemlich cool in diesem Kapitel, weil er irgendwie nicht nur über sich mehr erfährt, was er mag, was er werden will, gleichzeitig scheint er auch Geralt immer weiter voranzubringen in seiner Persönlichkeit, weil er ihn halt einfach Dinge fragt und Dinge anspricht, die wir sonst nicht so hören. Das finde ich ziemlich interessant. Oh, wir müssen ja eh hier runter. Das finde ich ziemlich interessant. Ich habe nur Angst, was mit Alvin passiert in diesem Spiel noch. Weil er ist gleichzeitig halt auch eine mächtige Waffe. Und das wissen die Salamandra. Und das weiß sicher auch die wilde Jagd. Rittersporn. Geralt? Rittersporn. Ich muss einen Weg finden, Alinas Geist Ruhe zu schenken. Wie es der Zufall will, besaß Alina einen Spiegel Nehalenyas, ein seltenes, mächtiges Objekt, wie es Propheten und Orakel benutzen. Der Spiegel... Vielleicht ging seine Macht verloren. Nein, Alina weiß, wer sie ist. Ah, jetzt. Sie akzeptiert nur nicht, dass sie tot ist. Wie kann ich sie nur davon überzeugen? Was wäre, wenn sie ihre Schwester sehen würde? Da gibt es ein Problem. Als Nachterscheinung taucht Celina nur auf, wenn es dunkel ist. Celina, das wilde Haar, das wir alle kennen, und eine Hand an den Lippen, das ist Alina. Alina, deren Finger schnippen. Irgendwie passt das nicht. Celina klingt besser. Vergesst es. Konzentriert euch. Ihr könnt später eine Ballade komponieren. Manchmal horcht Adam des Nächtens meist. Celina ist's, Celinas Geist. Wunderbar. Findet ihr nicht auch? Ja, ganz reizend. Ich habe nachgedacht. Es heißt, Kunst und Magie seien Geschwister, richtig? Warum versuchen wir dann nicht, Alina mit Poesie hinzuhalten, bis ihre Schwester in der Dämmerung eintrifft? Ihr müsst ein Gedicht schreiben. Also, worüber soll ich schreiben? Über den Tod, Rittersporn. Alina ist tot und ihr Geist wandelt tagsüber auf den Feldern umher. Wir müssen ihr irgendwie begreiflich machen, dass sie nicht mehr zu den Lebenden gehört. Das ist kein alltäglicher Auftrag. Aber schließlich bin ich Profi. Gibt es irgendwelche Vorgaben? Provoziert sie nicht und keine Witze. Sie ist gefährlich. Ich brauche Zeit. Ihr habt Zeit bis Sonnenuntergang. Trefft euch vor Einbruch der Dämmerung auf den Feldern mit mir. Oh mein Gott. So weit ist es schon gekommen. Wir treffen Rittersporn. Wir haben ihm gesagt, er soll uns helfen. Er soll eine Ballade komponieren. Es sind schlimme Zeiten angebrochen, wenn wir zu solchen Mitteln greifen, liebe Freunde. Und wie das ausgeht, ich denke, das sehen wir in der nächsten Folge. Bei der Dämmerung auf den Feldern. Seid bereit für diese lustige Episode. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ciao. Ein Jammer.